Willkommen zurück, meine lieben Freunde der gesunden Harnkörperpflege. Heute soll es, wie gesagt, um ein Thema gehen. Das spreche ich zwar regelmäßig an, aber es ist sozusagen eines, das uns die Sommermonate über doch deutlich beschäftigt, nämlich ganz einfach die Leistungsstärke oder auch die ganz einfach, wenn man es so nennen kann, es jetzt den Anglizismus verwendet, die Performance von Pomaden. Und zwar besonders bei Hitze und Wind. Ist etwas, was im Sommer sehr zu tragen kommt. Wir haben diesbezüglich allerdings bisher relativ wenig Videos dazu gehabt. Wie viele vielleicht von euch wissen, ich bin zurück in meine alte Heimat Wien gezogen. Wien hat geografisch eine relative Besonderheit. Wien hat im deutschsprachigen Raum als eines der wenigen, muss man sagen, Gebiete ein kontinentales Klima. Woran liegt das? Das liegt vor allem, weil die Alpenplatte, also die geografische Alpenplatte, tatsächlich das mit dem westlichen Ufer der Donau beginnt. Das merkt man auch, wenn man hier in die äußeren Bezirke von Wien geht, vor allem in den Westen. Hier wird es nicht nur hügelig, hier wird es dann teilweise auch schon gebirgig. Also man sieht auch schon den Beginn der niederösterreichischen Alpen. Was bedingt das? Das bedingt, dass sich im Sommer in diesem Wiener Becken, was sich zwischen Wien und Bratislava praktisch aufspannt, eine enorme Hitze staut. Der einzige kühlende Strom ist die Donau, der ist aber inzwischen durch den Klimawandel sehr insuffizient. Wie vielleicht auch einige wissen, weil ich es ja auch in mehreren Interviews erwähnt habe, hat Wien damit tatsächlich im deutschsprachigen Raum die heißesten Sommer, die es sozusagen in dem Klima, in der mitteleuropäischen oder deutschsprachigen Klimazone tatsächlich gibt. Das heißt, wir hatten tatsächlich schon dieses Jahr Spitzenwerte von 43,5 Grad. Das bedingt tatsächlich, dass Pomaden hier einiges aushalten müssen, nämlich nicht nur was Hitze angeht, nämlich sondern auch was Wind angeht. Warum? Wir haben durch die Nähe der Alpen haben wir vor allem am Abend einsetzende Fallwinde. Das sind Windstärken, die teilweise auftreten können von bis zu 5 zu 6. Jetzt ist es so, wenn ihr in eurer Wohnung tagsüber bleibt, tut ihr euch damit keinen Gefallen. Warum? Weil sich hier die Gebäude massiv aufheizen tagsüber. Das heißt, es ist draußen teilweise besser und auch kühler. So. Das heißt, wer draußen ist mit Pomade, der und sich tatsächlich der Sonne aussetzt, was, wenn man kleine Kinder hat, meistens nicht verhindert werden kann, der weiß irgendwann, was eine Pomade kann und was nicht. Ich habe selber für mich feststellen müssen, ich musste bei meinen Pomaden, ich habe ja schon ohnehin Stronghold-Pomaden geschmiert, dass ich da sogar noch einen draufsetzen musste. Also ich muss auch inzwischen tatsächlich in die Heavy-Richtung gehen. Dazu zählt es auch deswegen, weil ich ja auch dann mit den Kleinen im Schwimmbad bin und so weiter und so fort. Das heißt, da zieht schon einiges an Belastbarkeit auf eine Pomade zu. So, dementsprechend haben wir oder habe ich die Heavy-Pomaden ganz einfach oder habe ich auf die Heavy-Pomaden umgesetzt. In diesem Test, wenn man es so nennen kann, waren vorhanden die Schmiere Krüppelhart, die Pompis Beast, die Schmolzfassel extra fest. Der Matte Clay von MG Pomade, von Fettkopp, die Strong und die Extra Strong von Fettkopp. So. Und jetzt erzähle ich euch mal sozusagen, wer was konnte. Also man muss sagen, am schwächsten hat die Schmiere Knüppelhart abgeschnitten und die Schmolzfassel extra fest. Bei der Schmolzfassel extra fest lag es, bin ich der felsenfesten Überzeugung daran, dass sich das Paraffin Öl über den Tag über ganz einfach massiv erhitzt und dass das dadurch ganz einfach den Siedepunkt der Pomade oder auch den Schmelzpunkt deutlich senkt. Bei der Schmiere ist es ähnlich, nur wie da das Polysorbat, was im Prinzip in diesen Schmierepomaden ist, deutlich, wie soll man sagen, zwar für das Auswaschen förderlicher, aber wenn wirklich brennende Hitze drauf brennt, deutlich werden die weicher. So. Ist eigentlich, muss man sagen, fangen dann schon die an, wo man sagen muss, ja, dann wird das schon jammern auf hohem Niveau. Auf der nächsten Stufe kamen dann die Pompis Beast und die Fettkopf Strong. Beide, muss man sagen, halten da Temperaturen von 38, 39 Grad halten die schon aus. Also, das ist okay. Sie halten es jetzt nicht, und das ist der entscheidende Punkt, 12 bis 20 Stunden aus. Das heißt, wenn ihr da wirklich draußen seid und es ist wirklich brutal heiß, habt ihr früher oder später tatsächlich ein Problem, vor allem wenn dann gegen Abend dieser starke Wind aufzieht. Es sind aber trotzdem echt absolut solide Pomaden, gibt es nichts. Beide halten den Duft, das finde ich übrigens auch ganz, ganz wichtig. 24 Stunden ist der Duft da, aber eben, wie gesagt, es gibt, sie machen so ein paar, wie soll man sagen, Abstriche. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zu den Gewinnern. Ja, nämlich, das war die Fettkopf Extra Strong und von MG Pomade der Matte Clay.
Was können, was kann wer? So. Die, kann ich gleich sagen, ist generell, was die eigentliche Leistungsstärke angeht, der absolute Gewinner. Also wir hatten hier 43,5 Grad. Das hat die ausgehalten, sogar die Winde, die dann aufzogen. Das war wirklich für die Fettkopf extra strong kein Problem. Wer wirklich mit dem Kopf unter Wasser auch im Schwimmbad geht und mal einen kurzen Zug macht, das hält die alles aus. Das ist faszinierend. Hierbei kleiner Nachteil natürlich ist, sie ist nicht so einfach einzuarbeiten. Ja, es ist die stärkste Pomade und da würde ich mich wirklich aus dem Fenster lehnen, weltweit. Aber sie hält wirklich, also die Leistungsstärke dieser Pomade ist wirklich ein Wahnsinn. Dann kam noch etwas, das hat mich tatsächlich überrascht, nämlich der Matte Clay. Der Matte Clay hat tatsächlich Temperaturen auch von 41,5 Grad tagsüber, hat er wirklich weggedrückt. Also das war wirklich 10, 12 Stunden in der prallen Hitze. Das Ding hält es aus. Dann zog am Abend auch noch Wind auf. Und ja, da hat er dann schon ein bisschen geschwächelt, was dann natürlich auch wie soll man sagen, mit Schweiß und allem Möglichen, was dann dazu kam, assoziiert ist. Aber nichtsdestotrotz, er hat immer noch, muss man sagen, die Grundform und alles drum und dran hat er gehalten. Wirklich großartig, wirklich ganz, ganz großartig. Einziger Nachteil hier, obwohl er wirklich super einfach einzuarbeiten geht, wie ich finde, immer noch hat auch 24 Stunden Duft, grandios. Wenn da Feuchtigkeit draufkommt, also irgendwie Schwimmbad oder wenn es zwischenzeitlich mal kurz ein Hitzegewitter gibt, das toleriert er nicht so gut. Also der Clay oder die Clays, die da drin sind, die ziehen natürlich Wasser. Deswegen, aber nichtsdestotrotz gehen meine Empfehlung. Also ich bin tatsächlich auf die hier und die Fettkopf Extra Strong und die Pump Speed bin ich noch immer wahnsinnig, wahnsinnig happy drüber. Weil wie gesagt, die halten wirklich viel aus. Meine Empfehlung für den Sommer. Die Dinger, wer sagt, er soll was halten und es ist tagsüber ist er draußen in der Hitze. Auch für den Sommerurlaub alles Mögliche. Top. Wirklich halt, hält das alles und ich bin, muss man sagen, wirklich von beiden Pomaden extrem begeistert. Ich gebe auch zu, ich habe den Metclay extrem unterschätzt. Ich gebe es ehrlich zu. Grüße gehen raus an Michael Gillert. Ich habe gedacht, das ist halt eher eine Stronghold. Muss es aber sagen, ist es nicht. Es ist doch eine deutliche Heavy Hold. Wobei man sagen muss, dafür arbeitet sie sich wunderbar einfach und wunderbar cremig. Also hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Gut, wie gesagt, das ist die Fettkopf Extra Strong die härteste Pomade ist, die wir so am Markt haben und auch wahrscheinlich die leistungsstärkste. Ich glaube, das war vielen klar. So, meine lieben Freunde, das soll es erstmal von hier mit diesem Thema gewesen sein. Ihr werdet mich alsbald wieder zurückmelden. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid gesund. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht es gut.